Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Verbunden, frei, glücklich. Mein Name ist Marie-Kathrin Weber und ich freue mich, gemeinsam mit dir in die Welt der persönlichen Weiterentwicklung, Spiritualität und Selbstverwirklichung einzutauchen. In diesem Podcast lernst du dich wieder mit deiner inneren Schöpferkraft zu verbinden, erfüllt und glücklich zu sein und mehr Liebe in deinem täglichen Leben zu integrieren. Schön, dass du hier bist und ich wünsche dir jetzt ganz viel Freude beim Zuhören. Hallo, schön, dass du heute wieder mit dabei bist. Es wartet heute ein Interview auf dich mit der lieben Leni von Kakao Loves Me. Und wir reden über rituellen Kakao, was ritueller Kakao ist, was der Unterschied zu normalem Kakao ist und was man damit alles Wundervolles machen kann. Ich selbst habe auch rituellen Kakao auf Bali kennengelernt und liebe ihn seitdem, weil man da einfach so wundervoll zu sich selbst finden kann. Und ja, wir tauschen uns über Kakao aus, über Zeremonien, wie du ihn für dich zu Hause verwenden kannst. Also hör unbedingt rein und ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß mit dieser Folge. Ja, herzlich willkommen, liebe Leni. Schön, dass du da bist, dass du Zeit hast, heute mit uns hier zu sprechen. Und ich würde mich freuen, wenn du dich einfach selber kurz einmal vorstellen kannst, was du so machst, wer du überhaupt bist und warum wir überhaupt heute hier sprechen. Ja, danke schön für die Einladung. Ich freue mich sehr. Ich freue mich immer sehr, wenn ich über mein Lieblingsthema Kakao reden darf. Mein Name ist Leni. Ich wohne derzeit in Berlin, jetzt schon seit bald 10 Jahren. Und was ich hier mache, jetzt mittlerweile nur noch mit Kakao arbeiten, Kakao-Rituale geben. Das war mal anders. Ich bin nach Berlin gezogen und habe hier in einer Agentur gearbeitet und hatte dann aber so einen Ruf, der mir gesagt hat, ich soll was anderes machen. Und dieser Ruf hat mich dann zum Kakao geführt. Voll spannend und total witzig, weil ich habe selbst ja auch in der Agentur gearbeitet und hatte dann auch diesen Ruf in mir, dass ich was anderes gemacht habe. Also total spannend, dass wir da ähnliche Wege gegangen sind. Was war denn dieser innere Ruf, der dich da gerufen hat? Ja, also es war so, ich habe BWL studiert und dann bin ich nach Berlin gekommen, um in so einer Event- und Werbeagentur zu arbeiten und dachte mir eigentlich, naja, so Eventmanagement, das ist ja mega aufregend und spannend. Letzten Endes war es dann so, dass es echt einfach eher ein normaler Bürojob war und ich so dieses Klassische hatte von wegen, um 9 Uhr anfangen zu arbeiten, um 18, 19 Uhr fertig sein, nach Hause, Serie schauen, so, das kann irgendwie nicht alles gewesen sein. Und ich hatte auch immer so dieses Gefühl, also das war so dieser Ruf, dass es mir wichtig ist, wirklich sinnvoll mit Menschen zu arbeiten, also einfach das mit, also irgendwas mit den Menschen um mich herum zu teilen, was sie auch bereichert. Und klar, wie ich so meine Events organisiert habe, hatte ich das Gefühl, okay, das war irgendwie ganz nett und hat ja auch so seinen Sinn gehabt. Aber ich habe nie diese Freude und diese Liebe so dabei gespürt, wie ich es jetzt habe, so bei meinen Veranstaltungen. Und ja, also der Ruf war ganz klar, kündige da und dann kommt das zu dir, was soll. Und dem, auf das habe ich auch gehört und wusste noch gar nicht, wo es hingeht. Also bis dato kannte ich auch zum Beispiel wenig so an spirituellen Praxisen oder also auch mit auch Kakao war für mich alles noch ganz, ganz neu. Und ich bin aber trotzdem dem gefolgt, dass ich gesagt habe, ja, ich beende das jetzt und vertraue darauf, dass dann das zu mir kommt, was eher so für mich bestimmt ist. Voll schön. Und wie bist du dann oder wie ist dann all das zu dir gekommen? Hast du einfach dich hingesetzt und gesagt, okay, ich bin bereit, Universum, mach mal? Oder wie bist du dann da auf deinen Weg gekommen? Also ich bin mir sehr sicher, dass es so auch war. Also es war auf jeden Fall auch so eine innerliche Öffnung, die gesagt hat, ey, ich bin jetzt bereit für was Neues. Und dann ganz praktisch im Außen bin ich 10 Tage meditieren gegangen, Vipassana-Meditation. Und wie gesagt, ich hatte bis dahin überhaupt nicht irgendwie groß Meditationserfahrung oder irgendwie in dem Bereich. Aber ich dachte, ach,
wie schwer kann es schon sein, so ein paar Stunden am Tag zu sitzen und zu meditieren, nicht zu sprechen? Sehr schwer, ist mir dann aufgefallen. Aber irgendwie war ich da so mit meinem, weiß ich nicht, so mit meinem derzeitigen Mindset, dachte ich so, ach ja, klar, das ist ja irgendwie entspannend. Genau, und dann war ich so 10 Tage in der Stille mit mir und da hatte ich ganz viele Impulse, Eingebungen, kann ich es fast nennen. Und dann kam, dass ich ein spirituelles Zentrum leiten werde. Und ich wusste bis zu dem Zeitpunkt nicht mal, was das ist. Also ich hatte ein Wort im Kopf, was ich nicht zuordnen konnte. Und dann ist wirklich so eins zum anderen gekommen. Ich bin dann zurück nach Berlin. Dann hat ein Freund von mir gesagt, hey Leni, willst du nicht vorbeikommen? Wir werkeln hier gerade ein bisschen, wir bauen hier gerade was auf. Ein Freund von mir, der macht hier in Berlin ein Zentrum auf. Ich so, aha. Und das war dann quasi so ein spirituelles Yoga-Meditationszentrum. Und dann hat es sich wirklich so ergeben, dass ich das dann mitgeleitet habe, dass ich innerhalb von kürzester Zeit mit allen möglichen Dingen in Kontakt gekommen bin. Wirklich, sei es von Yoga bis über Pflanzenmedizin, alles. Und habe da echt geguckt, okay, was gibt's da alles in dieser Welt noch so zu entdecken? Und da in diesem Zuge bin ich dann auch das erste Mal richtig mit Ritualkakao in Berührung gekommen. Und das fand ich so mit am spannendsten und habe irgendwie gemerkt, da ist eine ganz, ganz starke Beziehung da. Und bis dahin kannte ich Kakao natürlich auch wie, glaube ich, jeder andere Mensch. Kakao, man kennt den Begriff Kakao, aber ich kannte es halt klar als ein Kinder Nesquik, Pulver, Zuckerkakao. Und ich wusste nicht, wie Kakao schon quasi seit Jahrtausenden von Jahren in verschiedensten Kulturen genutzt wurde, um damit wirklich transformierende Arbeit zu machen. Mhm. Genau, und da hat dann so dieser Weg angefangen. Und ich habe dann mich hier in Berlin ganz viel mit dem Thema auseinandergesetzt, habe mir dann da verschiedene Workshops gesucht. Ich bin dann nach Hawaii gereist, habe da quasi das erste Mal gesehen, wie es wirklich ist vom, wie sagt man so schön, vom Bean to Bar, also so von der Kakaobohne, von der Ernte bis hin zur Verarbeitung. Und genau, das war jetzt so alles so vor ungefähr 6 Jahren und dieses Thema ist einfach immer, immer mehr, immer größer geworden und einfach auch die Faszination dazu ist nie weggegangen. Also ich habe irgendwann gedacht, irgendwann muss man doch auch mal die Schnauze voll haben von einer Sache, also so in dem Fall vom Kakao. Aber es ist so faszinierend und so vielseitig, dass ich da immer noch sehr, 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 sehr angetan bin. Was genau fasziniert dich denn so am Kakao, vor allem am rituellen Kakao? Du hast ja gerade gesagt, es gibt da einen Unterschied. Magst du da auch noch mal kurz vielleicht drauf eingehen, was genau der Unterschied ist und vor allem, was dich da so dran fasziniert? Ja, sehr, sehr gerne. Genau, um es relativ kurz zu machen, also der Unterschied, ich glaube, jeder, der in diesem Kakao-Bereich tätig ist, der definiert das alles so ein bisschen anders. Aber ich glaube, das, was alle gleich definieren, ist wirklich, dass Ritual-Kakao eben 100% Kakao ist, also die 100%ige Kakaomasse. Ohne irgendwie Zuckerzusatz oder ohne Milchpulver oder also wirklich 100% Kakaobohne quasi in feste Form gepresst. Und dann gibt's da, glaube ich, unterschiedliche Definitionen. Meine Definition oder unsere jetzt von Kakao Loves Me, das ist die Firma, die ich mit Felix, mit meinem Freund gegründet habe. Genau, also wir haben halt so unsere Definition und ich glaube, das ist auch bei den meisten anderen, die von Ritual-Kakao sprechen, das ist eine ganz bestimmte Sorte, das ist Criollo-Kakao, was quasi unter 5% der gesamten Kakaoernte überhaupt ausmacht. Alles andere ist eine andere Kakaosorte, die Kakaosorte Forastero, also das wird für die normale Schokoladenindustrie verwandt. Und diese Kakaosorte, die für Rituale verwendet wird, ist eben so eine sehr reine, nicht gekreuzte.
dann kommt es darauf an, dass der Kakao also schon verarbeitet wird. Und dann spielen halt klar noch so energetische Faktoren mit rein. Also wenn man sich über Kakao informiert, kriegt man natürlich auch mit, dass es teilweise eine ganz, ganz schwierige Branche, nenne ich es jetzt mal, ist, wo natürlich irgendwie auch man aufpassen muss, mit wem man da zusammenarbeitet. Und alle Menschen, die ich kenne, die ihren Ritualkakao beziehen, direkt aus den Ländern, die achten eben drauf, dass sie mit kleinen Farmen zusammenarbeiten, die teilweise sogar wissen, für was dieser Kakao dann verwandt wird, eben für Rituale. Da erfolgt dann faire Bezahlung. Und also es geht so auf mehrere Ebenen. Das eine ist wirklich das rein praktische, also dieses Produkt an sich von, okay, was für Eigenschaften hat es, aber dann auch gleichzeitig, wie verhalte ich mich in dieser ganzen Wertschöpfungskette? Und ich glaube, dass das ganz, ganz wichtig ist, das mit zu berücksichtigen, wenn du sowas wie Ritual-Kakao anbietest, dass du da einfach guckst, dass es allen Menschen gut geht, mit denen du da in diesem Prozess zusammenarbeitest. Definitiv. Und wir nehmen ja auch die ganze Energie von den Menschen über das Produkt ja dann auch mit auf. Absolut. Also das Produkt an sich nimmt ja auch die Energie auf und je nachdem, wie die Person dann natürlich drauf ist oder was sie gerade auch denkt in dem Moment, das geht ja alles mit rein. Also es ist super wichtig, dass man da einfach auch ja Rücksicht drauf nimmt und achtsam damit umgeht. Total. Und das haben wir eben auch gesagt, dass das uns ganz, ganz wichtig ist, dass wir, also wir, Felix und ich, wundert euch jetzt nicht, wenn ich öfter wir sage, wir haben auch ganz lange gesucht, bis wir jetzt quasi unseren Lieblingskakao gefunden haben, den wir da direkt aus Peru von so einer Kooperative beziehen. Und wir zahlen da auch quasi mehr Geld als das, was uns angeboten wurde, einfach um da auch noch so Projekte vor Ort zu unterstützen. Und ja, also das war uns auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass wir dann direkt Kontakt haben. Und vorher war es ja so, ich mache das ja jetzt selber schon so seit 6 Jahren. Am Anfang war es bei mir so, ich habe Rituale angeboten, Kakaozeremonien, das Wort hört man ja jetzt ganz viel auch in letzter Zeit. Und da habe ich meinen Kakao bei Menschen in Berlin bezogen, die den wiederum auch dann aus Peru oder aus Guatemala oder aus Bali hatten. Und da habe ich schon auch darauf geachtet, dass ich den Menschen hier vor Ort vertraue. Aber so fühlt es sich jetzt halt richtig, richtig toll an, dass wir da auch einen direkten Kontakt hatten. Wollten voll gerne auch hinfliegen. Dann kam jetzt die jetzige Situation dazwischen. Aber das steht auch auf jeden Fall noch an, sobald sich das alles ein bisschen hier wieder gelegt hat. Ja, voll cool. Und ich glaube natürlich, wenn du da direkten Kontakt hast, dass das nochmal eine ganz andere Verbindung dann auch ist. Und dass du da auch nochmal ganz anders dahinter stehen kannst. Du hast gesagt, ihr unterstützt dann auch vor Ort Projekte. Magst du da uns mitnehmen, was das für Projekte sind? Ja, also da gibt es jetzt quasi ein paar Erneuerungen. Also da würde ich ja auf einen späteren Zeitpunkt nochmal schieben. Also wir haben da so gerade so ein paar Ideen, über die wir jetzt noch nicht groß sprechen wollen, weil wir es erstmal festmachen wollen. Aber hauptsächlich geht es jetzt gerade darum, dass dort einfach den Bauern, die haben so Aufforstungsprojekte, Wasser, also wo sie quasi so neue Wasserstellen bauen und sowas, also alles, was so für die Lebensqualität dient und auch quasi die Kakaoproduktion unterstützt. Also für solche Sachen wird es bisher verwandt, aber in Zukunft gibt es da nochmal was anderes, aber das ist jetzt noch nicht ganz spruchreif, okay. Sagen wir so. Kein Thema. Aber das heißt, wenn man Kakao von euch bezieht, tut man auch noch auf der anderen Seite der Welt was Gutes für die Menschen dort und kann die unterstützen. Genau. Und wir haben auch einen sehr ausführlichen Blog zum Beispiel auf unserer Webseite oder auch allgemein verändert sich unsere Webseite eigentlich alle 3 Tage. Und über solche Dinge, die da passieren,
sei es mit unserer Zusammenarbeit in Peru, aber auch hier alles, was es so Neues gibt. Also da, wenn man da auf unsere Webseite schaut, da wird man da auch immer informiert. Genau, also es ist auch auf jeden Fall sehr lohnenswert. Also es ist auch die Kooperative, wird genannt bei uns auf der Webseite. Also man kann sich das alles sehr, sehr gerne mal anschauen. Ja, ich verlinke auch auf jeden Fall natürlich eure Seite und alles. Dann kann man da in den Shownotes einfach draufklicken und kommt dann direkt dahin. Meine Frage von vorhin nochmal, was fasziniert dich so an dem Kakao oder was ist das Besondere an dem Kakao? Weil ja, wenn ich jetzt so dran denke, Kakao und mich damit noch nicht beschäftigt habe, dann denke ich mir, naja, schmeckt ganz gut so. Ne? Aber was ist so besonders an diesem rituellen Kakao? Genau. Also zum einen ist es so, auch wenn man nicht unbedingt jetzt so an diese spirituelle Wirkung von Kakao glauben möchte, dann ist es einfach physisch ein ganz, ganz tolles Produkt. Sprich, Kakao ist ganz reich an Magnesium, Antioxidantien. Dein Serotoninspiegel im Körper wird erhöht. Du fühlst dich wirklich einfach glücklich. Kakao hat natürliches Koffein, Theobromin, was anders wirkt als Koffein, eben nicht irgendwie, du hast nicht diesen Down danach, du hast einfach so ein Wachsein, so ein angenehmes Wachsein ohne Herzrasen oder sowas. Also alle physischen Aspekte vom Kakao finde ich richtig, richtig toll. Und für mich war es so, dass Kakao, ich sag immer, mich gefunden hat zu einer Zeit, wo es mir nicht so gut ging, wo ich sehr viel auch so in meinem Leben so an Schicksalsschlägen, sage ich mal, erfahren hatte. Und ich war aber blockiert. Also ich war sehr einfach, ich war so voll, glaube ich, mit Dingen, die mir passiert sind, dass es irgendwie wie, es war dann stuck. Also die Emotionen waren so viele, dass sie sich einfach dann so im Körper gefestigt hatten, dass sie einfach, ja, die waren festgehangen, so würde ich es nennen, genau. Mhm. Und damals war das dann so, dass ich die ersten Male Kakao getrunken habe, Ritualkakao, und dann wieder angefangen habe, wirklich zu spüren, okay, da ist noch Trauer, da ist was da, und dann bin ich tiefer gegangen. Und am Anfang habe ich sehr oft, wenn ich Ritualkakao getrunken habe, dann geweint. Und es war so gefühlt für mich so ein reinigendes Weinen. Also es durfte so viel nach oben kommen, was ich so nach unten gedrückt habe. Und das finde ich so das Faszinierende immer noch an Kakao, dass es einfach das unterstützt, was dran ist. Also es kann dich total glücklich, euphorisieren, tanzen, wachmachend machen. Und es kann dich aber genauso, wenn es einfach dran ist für dich, irgendwie so in die Ruhe bringen, Gefühle spüren lassen, wie gesagt, wie bei mir, eben dieses Weinen. Und das finde ich so toll. Also ich habe das Gefühl, Kakao ist für mich einfach so ein Unterstützer für das, was gerade dran ist. Und es wird ja auch so als Herzensmedizin bezeichnet, was ich halt vollkommen unterstützen kann. Also ich habe das Gefühl gehabt, ich habe wirklich so eine schöne Verbindung wieder zu mir und zu meinem Herzen gespürt, die einfach echt wie ein bisschen vergessen war für mich. Weil ich glaube, das so geschützt habe durch viele Dinge, die mir passiert sind. Und und für mich hat Kakao da wirklich ganz, ganz viel geleistet. Und klar habe ich auch andere Sachen gemacht. Also klar habe ich auch parallel mit Gesprächen oder auch Hypnose oder sowas gearbeitet. Und ich möchte auch nicht sagen, irgendwie, dass Kakao jetzt irgendwie das Allheilmittel ist. Aber für mich ist es halt ein wundervoller Unterstützer für verschiedenste Prozesse. Mhm. Dem kann ich so gut zustimmen. Ich habe es echt genauso erlebt wie du. Ich habe ja letztes Jahr auf Bali in meiner Yogalehrerausbildung das erste Mal rituellen Kakao getrunken. Und ich habe den getrunken und es wurde Kirtan gespielt und ich saß da einfach und mir sind einfach nur die Tränen runtergelaufen. Ich habe so krass mein Herz gespürt und so Sachen, die man einfach immer versucht runterzudrücken, wo man dann sagt so, ah nee, will ich gar nicht hingucken, schiebe ich lieber ins ganz letzte Eck, ja, und irgendwann vielleicht bin ich mal bereit. Und Kakao macht das, finde ich, so
auf so eine liebevolle Art und Weise und so eine sanfte Art und Weise, dass es Dinge hochbringt, für die man in dem Moment auch bereit ist und das aber auch dann ganz sanft und liebevoll transformiert, eben durch Tränen oder dadurch, dass man es einfach nochmal im Körper spürt und dann aber auch loslassen kann. Und ich kann ihm echt total zustimmen. Und was für mich auch so schön war, durch Kakao habe ich echt wieder gelernt, mich mit meinem Herzen mehr zu verbinden, also mehr aus dem Verstand rauszukommen, mehr ins Herz zu kommen und auch wieder mehr so in dieses Fließen zu kommen, in meine Weiblichkeit zu kommen. Ich weiß nicht, ob das bei dir auch so ist. Ja, also für mich hat Kakao eine total weibliche Energie. Also es heißt ja auch oft Mama-Kakao. Und alleine dieses, dass es dich wirklich mehr in deine Gefühle bringt, ist für mich auch so eine total weibliche Eigenschaft. Und ja, das, was du auch beschreibst, das höre ich auch ganz, ganz oft von Teilnehmern von Kakao-Ritualen, dass da zwar Sachen hochkommen dürfen, die weggedrückt werden, aber auf so eine sanfte Art, ne? Es ist nicht so, es gibt ja auch andere Pflanzenmedizin, die haut dich ein bisschen weg, ne? Da bist du wie so ein bisschen dem ausgeliefert. Und ich finde, bei Kakao ich sage auch vor meinen Ritualen immer, diese Medizin möchte eingeladen werden. Also ich lasse die Teilnehmer auch dann wirklich sagen, ich öffne mich für den Kakao und für das Wissen, weil ich finde, das ist da ganz, ganz wichtig, weil es so sanft ist. Also das möchte wirklich, dass du dich aufmachst dafür. Und dann beschreiben auch viele wirklich dieses, ja, ich habe mich dann so gehalten gefühlt, so wie als ob noch jemand da wäre. Und ich glaube, das ist das, was so auch über als Überlieferung so kam. Das ist diese Mama-Kakao, dieser Kakao-Spirit, der dann irgendwie da ist und dich hält und du dich fühlst, ey, ich kann mich irgendwie fallen lassen, auch in Sachen rein, die ich jetzt vielleicht länger weggedrückt habe. Also ich finde es so eine, deswegen, also das ist das, was ich halt am Kakao so mag, dass es so einfach ist und so eine leichte Medizin eigentlich und gleichzeitig so tief gehen kann. Also wirklich, ich habe Sachen hochgeholt, die jahrelang weg waren. Also es kann so alles sein, finde ich. Na ja, ich habe es auch wirklich genauso erfahren. Und ich finde es total wichtig, weil es ist ja auch eine Pflanze und es ist ja auch, es hat ja ein Bewusstsein und dass man da auch mit so einem gewissen Respekt erstmal dem Ganzen gegenübertritt und sich auch bedankt für das Bewusstsein, für die Wirkung, für das, was man eben dadurch erleben darf. Und was ich halt auch total cool fand, also ich komme ja aus dem Theta Healing, wo man schon auch vom Verstand her sehr viel an Themen rangeht und was ich so schön fand, nachdem ich jahrelang Glaubenssatzarbeit gemacht habe und geguckt habe, was steckt da noch und was kann noch transformiert werden, wo kann ich mich weiterentwickeln, dass ich einfach eine Tasse Kakao getrunken habe und Kakao durch mich geflossen ist und seine Wirkung entfaltet hat, ohne dass ich irgendwie denken musste oder groß was machen musste, sondern einfach nur präsent zu sein, da zu sein und zu gucken, was kommt. Und ich nutze es ja auch total gerne, muss ich gestehen, wenn ich Theta Healing mache, um noch mehr ins Herz zu kommen und um eben, wie du gesagt hast, diese versteckten Teile, die man so lange weggedrückt hat, an die man vom Verstand her auch nicht so gut kommt, an die besser ranzukommen. Und da ist es auch eine richtig, richtig coole Sache, das in Kombination zu machen. Und ich habe aber auch erlebt, für mich, dass Kakao ganz unterschiedlich wirken kann. Also, dass es manchmal so ist, dass es einfach, ja, ich einfach ganz entspannt bin und ganz entspannt meditieren kann. Manchmal habe ich aber auch so das Gefühl, dass wie so ein Druck auf dem Herzen ist. Also beim ersten Mal habe ich so einen ganz extremen Druck auf meinem Herzen gespürt und habe einfach gespürt, wie da eine Blockade sich gelöst hat. Manchmal spüre ich dann auch, wie das einfach komplett durch den ganzen Körper durchfließt. Manchmal kriege ich Visionen oder Bilder oder Eingebungen. Also es ist so unterschiedlich. Ich weiß nicht, geht dir das auch so? Geht das deinen Teilnehmern auch so? Also bei meinen Teilnehmern habe ich es auch schon so erlebt. Aber wie ist da deine Erfahrung? Auf jeden Fall. Also es ist auf jeden Fall immer unterschiedlich. Das meinte ich auch mit Kakao unterstützt eben das, was du in dem Moment brauchst. Es lässt sich gar nicht so manipulieren, finde ich. Ich habe da auch eine lustige Geschichte, da
weil hatte ich irgendwie noch was zu tun, so wollte arbeiten und dachte mir, okay, jetzt mache ich mir einen Kakao, und dann kann ich noch ein bisschen was tun, weil es eben auch diesen Wachmacher hat, Theobromin. Und ich trinke meinen Kakao und setze mich dann irgendwie nochmal aufs Meditationskissen, wollte da dann was schreiben und ich schlafe auf dem Meditationskissen im Sitzen ein. Obwohl Kakao ja wirklich eigentlich diese Eigenschaft des Wachmachens hat. Aber da war es auch so ganz klar, ey, nee, du brauchst Ruhe und du versuchst mich jetzt hier gerade für was zu benutzen, ne? Aber das gebe ich dir nicht, weil das gar nicht zu deinem höchsten und besten sozusagen ist, sondern ich gebe dir das, was du jetzt eigentlich wirklich brauchst, auch wenn dein Ego was anderes sagt, aber dein Herz, dein Höheres weiß es eigentlich gerade besser und das habe ich das Gefühl. Und genau, da kann ich mir auch voll gut vorstellen, dass es super, super auch für dich ist, bevor du deine Theta Healing Sessions machst. Also ich habe ja selber auch eine Theta Healing Grundausbildung gemacht. Und nutzt es, also nutzt zum Beispiel diese Anbindung vom Theta Healing, also dieses Verbinden nach oben, nutze ich jetzt selber auch privat, einfach eigentlich immer für mich, wenn ich mich hinsetze zu meditieren, dann mache ich einfach auch wie so nach oben auf und gucke dann, ne, was dann so kommen will. Und das merke ich auch ganz doll, wenn ich dann meine Meditation dann auch mit dem Kakao verbinde, dass das auch so eine ganz, ganz tolle Kombination ist. Und ich trinke jetzt nicht jedes Mal beim Meditieren Kakao, aber vielleicht so 2, 3 Mal die Woche, würde ich jetzt mal sagen. Und da merke ich einfach, dass das alles nochmal so wie verstärkt wird. Und das ist das, was ich auch gesagt habe, dass ich halt finde, man kann Kakao mit vielen anderen Sachen auch schön kombinieren. Und deswegen ist es für mich nicht langweilig, weil ich immer neue Möglichkeiten irgendwie finde, wie Kakao auch ein Türöffner für andere Techniken oder wie heißt Praktiken. das? Praktiken sein kann. Genau. Ja. Und ja, also die Erfahrung habe ich auf jeden Fall auch gemacht, dass es immer anders ist. Und da bin ich aber mittlerweile so im Vertrauen, dass der Kakao das teilweise besser weiß als ich. Genau. Definitiv. Ich glaube, da darf man wirklich ins Vertrauen gehen und dieser Intelligenz der Pflanze einfach auch, ja, dieses Vertrauen schenken und entgegenbringen. Bei mir gab es auch noch eine ganz witzige Geschichte. Als ich die ersten Male auch in Deutschland dann Kakao getrunken habe, ich war am nächsten Morgen, ich war immer so aktiv und so gut gelaunt, dass ich mich fast selbst nicht aushalten konnte, weil ich so gute Laune habe und auch so viel geredet habe und rumgesprungen bin. Also ich war wie so ein kleines Kind und ich konnte mich überhaupt nicht irgendwie ja, unter Kontrolle haben. Und das ist so witzig, weil bei mir erstens mal so dieses kindlich sein und voller Freude sein, das war was, wo ich jahrelang mit sozusagen in Anführungsstrichen gekämpft habe, weil ich das nicht konnte. Und gleichzeitig habe ich immer das Gefühl gehabt oder das Bedürfnis gehabt, alles unter Kontrolle halten zu müssen. Und da ist es dann einfach so voll aufgeploppt und hat sich so transformiert. Und das war total schön. Also dieser wachmachende Effekt, den kann ich auch auf jeden Fall bestätigen. Also ich trinke auch inzwischen, außer ich mache auch eine Zeremonie mit Teilnehmern, ansonsten aber eigentlich nur noch in der Früh oder so bis mittags, weil ich sonst abends auch meistens gar nicht gut schlafen kann. Ja, Na. also das ist auch, ich finde auch gerade, wenn es also selbst wenn man weinen muss und es diesen reinigenden Effekt hat, dann kommt auch trotzdem danach dieses Wachmachende und auch Euphorisierende. Deswegen, also ich trinke auch lieber morgens Kakao. Das ist aber auch für wirklich alle Menschen unterschiedlich. Also manche können das auch ganz super abends und können schlafen. Ich kenne sogar Menschen, die mit Kakao arbeiten, vermehrt jetzt in den USA, die sogar empfehlen, dass sie abends ihren Kakao machen, weil sie dann irgendwie Klarträume haben können und hin und her. Also das ist wirklich, das muss man für sich einfach mal ausprobieren. Und ich kenne auch einen Freund von mir, der sagt, das ist für ihn ganz, er muss immer ganz wenig Kakao bei mir trinken, wenn er abends da ist, weil er sonst bis 4, 5 wach ist. Dann ist man eh noch irgendwie energetisiert von einem Ritual. Genau, ich glaube, das darf irgendwie jeder für sich selber rausfinden. Und ja, also ich möchte auch so darauf hinweisen, dass es eben auch sein kann, dass man am Anfang vielleicht auch eher weniger vom Kakao spürt.
Also ich habe auch Menschen, die mich schon gefragt haben, habe ich was falsch gemacht mit der Zubereitung oder so? Ich habe gar nicht das gespürt, was du so erzählt hast oder vielleicht ne, jetzt auch das, was wir beide jetzt so beschreiben. Und da würde ich mich aber auch gar nicht so entmutigen lassen, sondern einfach wirklich gucken, okay, bin ich offen, nehme ich mir die Zeit? Und wenn ich vielleicht auch ein Typ bin, der alleine gar nicht so sich gar nicht so zur Ruhe bringen kann, ne? So jetzt nicht sich einfach hinsetzen kann und sich mit sich verbinden oder meditieren, dann finde ich es halt auch ganz, ganz toll, wenn man vielleicht einfach mal so eine angeleitete Zeremonie mitmacht. Und da gibt es ja so viele Menschen, die das in unterschiedlichster Form anbieten, dass ich glaube, dass da jeder auch was findet, was so ihm, für ihn, ja, was ist so für ihn oder sie. Ja. Weil mir ging es am Anfang halt so, dass ich war dann auf ein paar Kakao-Ritualen, die waren mir einfach zu, wie soll ich es nennen, ein bisschen zu esoterisch, also zu verkleidet und also das war mir zu viel so. Also ich möchte gar nicht sagen, dass es nicht auch seinen Wert hatte, aber es war einfach nicht mein Stil so. Und klar, ich gebe jetzt eher Kakao-Rituale nach meinem Stil und du bringst deins noch mit rein, weißt du, wenn du mit Kakao arbeitest. Und da ist, glaube ich, einfach ganz, ganz wichtig, auch jemand zu finden, wenn man dann sagt, ich mach mal so ein Ritual mit, wo es einfach passt. Das fühlt man ja auch, ne? Ja, auf jeden Fall. Und das finde ich auch immer am wichtigsten, dass es einfach passt und dass man sich wohlfühlen kann und sich da abgeholt fühlt und dass man einfach so den Raum hat, wo man dann auch die Gefühle dementsprechend, die hochkommen, zulassen und auch loslassen kann. Ja, das ist immer ganz, absolut, ganz wichtig. Und das kann ja nur passieren, wenn einem diese Person auch sympathisch ist und einfach auch das Umfeld passt. Du hast vorhin gerade gesagt, wenn man den Kakao selbst zubereitet, das heißt, man kann ja den Kakao auch für sich alleine verwenden, also du kannst es für dich machen oder eben auch in Zeremonien, wo er dann schon zubereitet ist. Wie bereitest du für dich den Kakao zu Hause zu? Also ich mache das so, wie wir das auch bei uns auf den Zeremonien machen, also mit Pflanzenmilch, Hafermilch nehme ich da, Hafermilch. Dann mache ich die Flüssigkeit ein bisschen warm. Da ist es einfach wichtig, dass die Flüssigkeit nicht kocht, also nicht blubbert. Das ist das, was ja auch diesen Ritualkakao ausmacht, dass er nicht so stark erhitzt wurde während dem Verarbeitungsprozess. Und dann wäre es schade, wenn man sich dann zu Hause diese ganzen wichtigen Inhaltsstoffe rauskocht. Genau, deswegen Pflanzenmilch, auch beim normalen Herd ist das so Stufe 2, 3, bisschen erwärmen, Kakaomasse rein. Und dann mache ich persönlich für mich wirklich nur Zimt und ein bisschen Kokosblütenzucker. Ich weiß, dass es ganz, ganz viele Gewürzvariationen da gibt. Und ich glaube, da kann man auch einfach gucken, was man selber mag. Also angefangen von Kardamom bis Vanille, also alles Mögliche. Genau, also ich würde das Einzige, was ich eben sage, ist einfach darauf achten, dass er nicht so stark warm wird. Und das, sonst kann man aber auch gar nichts falsch machen, wenn man den zu Hause selber macht. Ja, ja, ich mache bei mir auch immer noch ein bisschen Zimt und ein bisschen Kokosblütenzucker rein. Und die Geschmäcker sind ja auch ganz unterschiedlich. Also ich habe es letztens Freunden so zubereitet. Die einen fanden es super gut und die anderen haben das Gesicht verzogen, weil es halt zu bitter war. Dann haben wir halt noch mehr Kokosblütenzucker mit reingemacht. Also ja, aber wichtig eben, dass man es nicht kocht, damit die Inhaltsstoffe drin bleiben und man diesen coolen Effekt natürlich auch hat. Genau. Richtig. Genau, und das würde ich dann auch empfehlen, also einfach mit Kokosblütenzucker noch ein bisschen mehr nachsüßen, wenn es eben nicht süß genug ist. Nicht irgendwelchen Industriezucker, also das hemmt die Wirkung dann halt auch. Aber ich glaube, so mit so natürlichen Süßstoffen kann man auch nicht viel falsch machen. Und das Interessante ist ja wirklich, dass dieser Criollo-Kakao, der hat von Natur aus, ist der eigentlich schon weniger bitter, also der hat weniger Bitterstoffe als der Kakao, der quasi für diese ganze Schokoladenindustrie genommen wird. Aber die Menschen, ich kenne das auch von Freunden von mir, die da sagen dann auch, dein Kakao ist aber bitter. Aber die wissen eben gar nicht, wenn sie den
Kakao zu sich nehmen würden, den sie so in Schokolade konsumieren, dass der eben viel, viel, viel bitterer wäre. Das ist nur alles mit Zucker und Milchpulver und Geschmacksverstärkern und so, ist das einfach alles übertüncht. Deswegen kriegt man das gar nicht mit. Ja. Genau, weil eigentlich ist von Natur aus dieser Criollo-Kakao eigentlich wirklich sehr, sehr sanft und eben nicht so bitter. Ja. Ja, und also es macht natürlich auch einen riesen Unterschied, wenn du diesen hundertprozentigen rituellen Kakao trinkst und oder im Gegensatz dazu eben diese ganzen verarbeiteten Schokoladensachen, die es eben im Laden eben gibt. Also da ist es auch ganz wichtig, wenn man zu Hause Kakao trinkt, dass man sich wirklich einen ordentlichen rituellen Kakao holt und ja, da nicht irgendetwas anderes nimmt, was dann nicht so die Wirkung hat. Weil ich habe auch Freunde gehabt, die gesagt haben so, ja, aber ich trinke doch zu Hause auch immer Kakao. Ich habe da noch gar nichts davon gemerkt. Ja, es macht einen Unterschied, was für ein Kakao man hat. Also es macht definitiv einen Unterschied. Und das, also selbst wenn man sich, glaube ich, nicht so stark irgendwie mit Meditation oder so beschäftigt, also haben es sehr viele Menschen jetzt schon gemerkt. Und dann, wenn du dich dann wirklich auch nochmal einlässt auf so ein Ritual, dann kannst du ganz, ganz sicher sogar den Effekt und den Unterschied merken. Und bei Kakao ist eben auch spannend, das merke ich bei mir ganz, ganz doll. Du brauchst tendenziell immer weniger, also weniger Kakao, um den gleichen Effekt zu haben. Das ist wirklich, weil diese Information schon gespeichert ist. Und also ich habe das echt, manchmal nehme ich so 2, 3 Schlücke und bin so voll warm, verbunden nach oben im Herzen und denke mir so, oh, was ist denn los? So, ich habe doch noch fast gar nichts getrunken. Und das haben mir jetzt auch schon mehrere Menschen erzählt, dass sie das auch so empfinden, dass sie umso länger sie Kakao trinken, umso weniger brauchen sie eigentlich. Ja, es geht mir auch so. Also ich habe manchmal, nehme ich einen Schluck und bin auch schon komplett irgendwie abgespaced und in meiner anderen Welt. Genau, kenne ich auch. Was würdest du sagen oder was würdest du empfehlen, wenn jetzt jemand mit Kakao anfangen möchte? Also wenn er das irgendwie spannend findet und einfach da sich mal ausprobieren möchte. Würdest du sagen, okay, kauf dir einen, bereit den zu Hause zu? Würdest du eher sagen, mach mal eine Zeremonie mit? Was würdest du da den Hörern empfehlen? Also ich würde sagen, es ist ganz, ganz typabhängig. Also wenn du jemand bist, der eh zum Beispiel viel meditiert und sich eh schon viel mit sich auseinandersetzt, dann glaube ich, ist es total easy und toll, wenn du dir dein Ritual-Kakao bestellst, dir den machst und dich dann vielleicht damit einfach mal hinsetzt und meditierst, sei es in der Stille oder mit einer geführten Meditation. Wenn du jemand bist, dem es eher schwer fällt, würde ich sagen, so sich so auf solche Dinge einzulassen, der auch einfach, ja, manche Menschen funktionieren ja auch besser mit Anleitung in Gruppen. Dann würde ich das auf jeden Fall empfehlen, mal so ein Ritual mitzumachen. Und ich glaube, so ein Ritual ist immer eine schöne Erfahrung, egal ob man eine gute, also da schon viel Erfahrung hat oder wenig. Es ist nur, dass manchmal sagt man sich, okay, ich mache irgendwann mal so ein Ritual, wenn die Zeit dafür da ist, und dann schiebt man es eben so weg. Und Kakao ist eben so was Schönes, Alltagstaugliches. Also das ist nicht was, worauf man irgendwie ein halbes Jahr warten muss und dann braucht man danach wieder ein halbes Jahr Pause, sondern man kann es wunderbar einfach auch in den Alltag integrieren und hat man irgendwie 20 Minuten. Und ich glaube, bevor man sich das immer so wegschiebt und eigentlich Lust drauf hat, würde ich definitiv empfehlen, das einfach zu Hause zu machen und auszuprobieren. Genau, außer wenn ich eben sagen würde, okay, nee, alleine ist mir das nichts, kriege ich es nicht hin oder so, dann klar, auch in einem Ritual. Es gibt ja jetzt auch wegen der Situation genug Dinge auch online. Also wir haben viele Menschen, die jetzt auch sagen, ey, ich hätte mich nicht zu so einem Kakao-Ritual hinbewegt, weil es mir irgendwie noch ein bisschen zu fremd war. Aber online, wo ich schön zu Hause in meinem Raum sein kann und dann mit Anleitung, super. Jetzt bin ich dabei. Also wir haben echt jetzt einige Menschen, für die das erste Mal dann auch war mit Kakao trinken.
Und die haben sich jetzt dadurch, dass es so stattgefunden ist, getraut und waren auch alle total begeistert und haben dann auch gesagt, jetzt würden wir auch mal irgendwo physisch hingehen. Deswegen, also da muss man für sich einfach gucken, was man für ein Typ ist. Ich kann nur jedem die Berührungsängste mit Kakao nehmen. Also manche sagen, naja, ich muss ja zu so einem Ritual, weil ich weiß ja nicht, wie ich das zubereite oder ob ich das dann falsch mache und nicht, dass dann was passiert. Also da kann ich nur sagen, ich habe wirklich noch nie gehört, dass irgendwas passiert ist, was irgendwie blöd war. Deswegen, und zubereiten ist auch ganz leicht, so wie wir das jetzt beschrieben haben. Und ansonsten finden auch gerne deine Hörer Zubereitungsanleitung, Meditation, alles Mögliche ist bei uns auf der Webseite. Also wenn man Lust drauf hat und diesen Ruf spürt, dann auf jeden Fall machen. Ja, definitiv, das unterstreiche ich 10.000 Mal. Und wie gesagt, ich verlinke das auch alles in den Shownotes. Und dann könnt ihr da einfach euch mal reinlesen, euch ein bisschen inspirieren lassen und das dann auch einfach mal ausprobieren. Egal, ob zu Hause oder in der Zeremonie. Ich finde Zeremonie immer so schön, weil man da einfach sich nochmal connectet, auch mit anderen. Und weil es einfach nochmal so eine krassere Energie hat und man dadurch vielleicht leichter Zugang dazu auch nochmal bekommt. Also ich könnte mir vorstellen, wenn man das allein zu Hause macht und am Anfang vielleicht noch nicht so die Erfahrung hat, dass es dann vielleicht so ein bisschen Durchhaltevermögen braucht oder so ein Dranbleiben braucht, damit man dann dementsprechend auch vielleicht diese coolen Effekte spüren kann. Könnte ich mir vorstellen, ich weiß es nicht, aber auch also, so ein Gedanke dazu. Ja, also würde ich auch so sagen, auf jeden Fall. Also die Gruppenenergie, egal ob das jetzt in einem Raum ist oder online, also selbst online funktioniert, hätte ich nie gedacht, dass es so funktioniert, aber diese Gruppenenergie, wenn einer sich öffnet, dass sich dann beim anderen auch was tut, das merke ich ganz, ganz doll. Also kann ich auf jeden Fall auch so unterschreiben. Sehr schön. Gibt es denn noch irgendwas, was du gerne noch mit uns teilen möchtest? Ja, also ich muss sagen, ich bin ganz freudig, wie das sich mit dem Kakao entwickelt. Also jetzt auch quasi bei uns im Unternehmen, nenne ich es jetzt mal, dass da immer mehr angefragt wird und immer mehr Interesse ist, aber auch so allgemein, dass sich so viele Menschen jetzt für dieses Thema öffnen, Menschen, wo ich es vor ein paar Jahren nie gedacht hätte. Und ich habe einfach das Gefühl, dass allgemein viel, viel mehr Raum ist für so zu sich kommen, Persönlichkeitsentwicklung. Und da spielt einfach für mich Kakao auch so eine ganz große Rolle. Und ich finde es so toll, dass es einfach nicht mehr nur in so eine spirituelle Randgruppe irgendwo abgestempelt wird, sondern da einfach so viel Offenheit jetzt überall passiert. Also zumindest empfinde ich das so. Kann auch sein, dass ich da auch immer noch so viel in meinem Umfeld bin. Aber ich habe das Gefühl, dass gerade so jetzt irgendwie die letzten 1-2 Jahre da ganz, ganz viel passiert und da bin ich so, so dankbar. Und und ich hoffe echt einfach für jeden, der Lust hat, irgendwie sich mehr mit sich zu beschäftigen, der mehr auf seinen Herzensweg gehen möchte und so, dass das einfach immer, immer weiter gehen darf. So. Sehr schön. Ja, das hoffe ich auch. Und ich empfinde das genauso wie du, dass die Leute sich immer mehr öffnen und sich immer mehr mit sich beschäftigen. Und Kakao ist definitiv ein richtig guter Unterstützer dafür. Liebe Leni, ich danke dir von Herzen für deine Zeit und für dieses Gespräch über Kakao. Und ja, ich verlinke alles natürlich und freue mich, wenn ganz, ganz viele von euch da draußen Kakao ausprobieren und natürlich auch dann mit uns teilen, was sie für Erfahrungen damit gemacht haben. Also Leni, vielen Dank und weiterhin ganz, ganz viel Erfolg mit eurem Kakao. Dankeschön. Vielen Dank an dich und für die Einladung.
Ich hoffe, du wurdest von unserem Interview hier so richtig schön inspiriert und hast jetzt vielleicht auch Lust bekommen, rituellen Kakao einfach mal für dich auszuprobieren. Ich packe dir definitiv den Link in die Shownotes, wo du wundervollen rituellen Kakao bestellen kannst bei Kakao Loves Me. Und wenn du in eine Zeremonie kommen möchtest und in München bist, dann packe ich dir auch meinen Link hier mit rein, wo du einfach die aktuellen Daten findest, wann die nächste Zeremonie ist. Und falls du in Berlin unterwegs sein solltest, dann packe ich dir natürlich auch von Leni den Link mit rein. Und probier es einfach mal aus. Ja, lass dich darauf ein, probier es aus und spür selber in diese wundervolle Energie von Kakao rein und was er mit dir macht. Also, wenn dich diese Folge inspiriert hat, dann lass uns gerne einen Kommentar da. Folge uns auch auf Instagram, auf Facebook, da würden wir uns super drüber freuen. Und ich wünsche dir jetzt erstmal noch einen wundervollen Tag und freue mich, wenn wir uns nächste Woche wieder hören. Satnam und Namaste, ich drück dich, deine Katrin.